Ey Leute, was geht? Ich bin's mal wieder, euer Morshi, und hab ein weiteres Video für euch. Ich hab hier, ja, meine kleine Theorie, die, was weiß ich, auf jeden Fall, die zu den Banküberfällen, wann die erscheinen können oder keine Ahnung. So. Da heute kein Update rausgekommen ist für Valentinstag, denke ich mal nicht, dass wir ein Update fürs Valentinstag bekommen. Was ich eigentlich überhaupt nicht verstehe, normalerweise bringt Rockstar Games jedes Mal ein Update für Feiertage. Das haben sie letztes Jahr auch gemacht, das Valentinstag-Update. Zum Beispiel jetzt das Weihnachts-Update haben sie letztes Jahr gemacht, haben sie dieses Jahr auch gemacht. Ja, von letztem Jahr kann man nicht reden. Letztes Jahr war 2014. Ihr wisst aber, denke ich mal schon, was ich meine. Und ja, und die Banküberfälle, denke ich mal, naja, wie eigentlich jedes DLC, denke ich mal, kommen an einen Dienstag. Und ich bin auf jeden Fall noch gespannt, ob das Valentinstag-Update vielleicht doch morgen kommt. Vielleicht bringt ja so ein Update raus, so, keine Ahnung, dass sie so Themen jetzt haben, dass sie dann das Update, weil die ja morgen eigentlich nicht arbeiten, dass das Update dann morgen, sagen wir mal, auch 12 Uhr oder schon in der Nacht rauskommt. Ich weiß es nicht. Und ja, die Banküberfälle können, naja, nächste Woche kommen, also jetzt den kommenden Dienstag, bin ich mir eigentlich nicht so sicher. Denn Rockstar Games hat ja auf jeden Fall gesagt, dass die Banküberfälle mehrere paar Wochen früher kommen als, beziehungsweise mehrere Wochen früher kommen als die PC-Version. Und die PC-Version kommt am 24. März und mehrere Wochen heißt ja jetzt nicht so eine Woche, 2 Wochen. Das sind schon so 3 bis 4 Wochen. Und es ist ja ungefähr schon fast ein Monat. Also können wir auf jeden Fall gefasst machen, dass die Banküberfälle jetzt nächste Woche Dienstag kommen. Bin ich mir eigentlich da jetzt gerade nicht so sicher. Aber naja. Oder die Banküberfälle kommen übernächste Woche. Oder halt eben am 3. März. Die 3 Dienstage könnte ich mir noch vorstellen. Wenn die dann das Ab die Banküberfälle nicht rausgebracht haben, dann bin ich auf jeden Fall sehr enttäuscht von denen. Weil sie haben nämlich gesagt, paar Wochen, und ich weiß nicht, wie die paar Wochen nennen, oder mehrere Wochen halt. Weil ich finde es dann auf jeden Fall sehr schade von denen, wenn sie es jetzt zum Beispiel eine Woche vor dem PC-Release rausbringen. Ich würde auf jeden Fall richtig scheiße finden. Denn wir warten jetzt mehr als ein Jahr auf die Banküberfälle. Ich glaube sogar mehr, ungefähr 1,5 Jahre warten wir jetzt schon auf die Banküberfälle. Die haben sie jetzt schon dreimal verschoben. Oder viermal jetzt. Einmal sollten die ja rauskommen. Eigentlich am Anfang sollten die ja sofort rauskommen. Ich kann zwar da verstehen, dass sie da jetzt die Banküberfälle nochmal, naja, verschoben haben, weil es könnte ja sein, dass es irgendwie so ein richtiger heftiger Glitch gibt oder so, dass man jetzt statt bei den Banküberfällen jetzt 500.000 bekommt, dann auf einmal 4 Milliarden oder so bekommt, ne? Da kann ich das schon verstehen, aber dann das zweite Mal, so anfangs 2014 sollten die Banküberfälle kommen. Nee, im Frühling sollten die Banküberfälle kommen. Dann sollten die Banküberfälle im März, nee, nicht im März, im Herbst kommen. Und jetzt sollen die Banküberfälle anfangs 2015 kommen. Wir haben anfangs 2015, so Januar, Februar, ja. Es sollte auch so bald sein, auf jeden Fall bald so sein, dass die Banküberfälle jetzt auf jeden Fall kommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe den Trailer auf jeden Fall gesehen. Ich fand den auf jeden Fall geil. So böse bin ich den jetzt auch nicht, weil
Wer weiß, ob die Banküberfälle genauso ausgesehen hätten, wenn die am Anfang rausgekommen wären, wie sie jetzt aussehen. Ja, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, was man da alles jetzt neu machen kann. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Hydra-Chat. Ich weiß nicht, ob man den in den Online-Modus bekommen kann. Ob da jetzt so wie in dem Trailer, dass so ein Schiff gibt, mehr so ein Flughafenschiff oder was weiß ich, dass da jetzt die Chats drauf sind und dass man da jetzt einen Chat klauen muss oder keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall noch gehört von anderen YouTubern, dass die, dass man jetzt Helikopter auf jeden Fall modifizieren kann. Ich bin da auf jeden Fall richtig gespannt, was sich Rockstar Games da einfallen lassen hat, um uns mal wieder hoffentlich nicht 2, 3 Tage Spaß an GTA Online wieder zu haben, sondern vielleicht einen Monat mal. So, ne, so wie es am Anfang von GTA war. Da, ich habe mich da richtig drauf gefreut, auf jeden Fall, wie GTA draußen war. Ich habe das so gesuchtet, ihr könnt es auch jetzt sehen. Ich bin Level 416. Ja, da kann man schon sehen, wie hardcore ich das auf jeden Fall gesuchtet habe. Ja, und ich brauche einfach mal wieder richtig viel Abwechslung GTA. Nicht so, keine Ahnung, dass ich jetzt, sagen wir mal, in Online-Modus gehe, weiß nicht, was ich machen soll, knall einfach Leute ab. Das macht ein bisschen Spaß, muss ich ehrlich sagen. Ich mag das zwar nicht selber so, wenn jetzt Leute mich abfacken, aber ich kann es schon verstehen, weil Leute abfacken, zum Beispiel jetzt, man kann kein Können, man kann sein Kennzeichen zeigen, indem man einfach jetzt zum Beispiel jetzt richtig gut ist und die Leute, die wollen was gegen euch unternehmen, schaffen es zum Beispiel nicht, weil ihr einfach zu gut seid. Dann seht ihr auf jeden Fall, ja Mann, ich bin voll der Babbo oder was weiß ich, ne? Dann habt ihr auf jeden Fall übelst viel Spaß dabei. Das ist fast genauso wie bei COD. Ihr seid die Besten, es macht euch Spaß. So, wisst ihr, was ich meine? Weil in COD macht man ja auch nichts anderes als Leute abknallen. Oder, ja, macht man auch nichts anderes. Ja, das Video soll jetzt auf jeden Fall nicht so lange werden von meinem Gelaber. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, was Rockstar Games hier bei den Banküberfällen überlegt hat. Und vielleicht kommt das Valentinstag-Update ja doch noch morgen. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, dann smasht auf jeden Fall den Like-Button. Ich bin dann weg. Ciao. Haut rein.